Ja, speichern gerne. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwas machen. Sollte Twinkos nicht ausrichten, dass es dass Tubabluba irgendwie eine Schwachstelle hat? Hat er nicht gemacht, ne? Ich frage mich, wie es Mario ergeht. Glaubst du, er hat einen Weg gefunden, diesen Tubabluba zu besiegen? Das frage ich mich auch. Ich bin so besorgt, was, wenn Mario verletzt worden ist. Nun, wir sollten uns nicht mit solchen Fragen quälen. Warum schleichen wir uns nicht nochmal raus und versuchen ein bisschen zu lauschen? Wenn es Mario tatsächlich gelungen ist, Tubabluba zu besiegen, dann müssen Bowser und seine Leute mittlerweile völlig aus dem Häuschen sein. Du hast recht, Twink. Es hat keinen Sinn, hier herumzusitzen und sich Gedanken zu machen. Lass uns versuchen, etwas herauszufinden. Okay. Der alte Trick. Okay, das geht immer noch. Dass sie das nicht mittlerweile gemerkt haben oder so. Dass sie da andauernd wieder rauskommt. Ich find's auch schön. Oh, das ist nicht gut. Ich find's auch schön, dass man zwischen den Kapiteln immer mit Peach ein bisschen rumschnüffelt und ein bisschen so das sieht, was Bowser macht. Das kann nicht sein. Nein, nein, nein. Nochmal der Reihe nach, aber langsam. Eure Verdorbenheit. Was ich versuche euch zu ersagen ist. Tubabluba wurde Schluck von Mario besiegt. Und das ist eigenartig, weil du mir gesagt hast, dass er unbesiegbar ist. Ja, kann man jemanden besiegen, der doch eigentlich unbesiegbar ist? Blöder Mario. Wahrscheinlich hat er das Geheimnis herausgefunden, dass Tubabluba nicht mehr ganz so unbezwingbar macht. Und dann hat er ihn besiegt. Ich verachte Mario. Eure Schmutzigkeit, wir müssen uns rasch eine andere Taktik einfallen lassen. Mario geht nun sicher zu Scheigers Spielzeugkiste. Ja, daher sollten wir etwas für ihn vorbereiten. Ich werde mich nicht mehr damit zufrieden geben, ihn verprügeln zu lassen. Wir müssen seine Schwachstelle herausfinden und ihn völlig demütigen, ja? Kami Koopa, finde heraus, was Mario hasst und... ja, guten Tag. Huch! Ja! Bei allen Kröten, warum? Warum ist die Prinzessin hier? Was ist nun mit dem Wachen los? Nein, wartet, das ist eigentlich sehr passend. Meine schelmische Prinzessin. Wir haben gerade über die Schwachpunkte unseres Freundes Mario gesprochen. Also Prinzessin Peach, was könntet ihr mir über diese Schwachpunkte berichten? Und ihr müsst ehrlich sein, welche diese Dinge hasst? Mario am meisten Gumba, Gluba, Pilz. Klapper. Er hasst den Pilz, aber richtig. So ist gezeichnet. Gibt es noch etwas, das ihn mit Abscheu erfüllt? Fuzzy Hammer, Brüder, Donnerzorn. Ja, er mag den Donnerzorn so gar nicht. Gut, gut. Und wie steht's damit? Was hasst er davon am meisten? Pokey, Koopa Patrouille, Super Soda. Er mag die Super Soda nicht. Oh, ausgezeichnet. Perfekt. Danke, Prinzessin. Hahaha, stelle sicher, dass Mario über all das stolpern wird. Diesmal werden wir ihn besiegen. Hast du dir alles gemerkt, Kami Koopa? Mach dich sofort auf den Weg. Natürlich eure Knorrigkeit. Es ist Mario dran, oder etwa nicht? Ich habe tatsächlich leichte Zweifel. Aber es ist ein Befehl von König Bowser. Ich habe keine andere Wahl, als ihn zu befolgen. Wir werden schon sehen. Natürlich wirst du das. Meine Taktiken sind brillant. Sie sind wahre Kunst. Nun, Kami Koopa, lass Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer zurückbringen. Endlich werden wir Marios Ende erleben. Endlich! Machen, Achtung, bringt die Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer. Jawohl, Madame. Schon wieder ihr Pappnasen. Nein, nicht schon wieder. Ist ja gar nicht auffällig, der Twink. Hallo Mario, ich wusste, du würdest es schaffen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Auf jeden Fall war die Entscheidung, dich um Hilfe zu bitten, durchaus richtig. Du bist ein großer Mann. Jetzt, da ich wieder frei bin, kann ich auch dir helfen. Ha! Ich
habe jetzt mehr Sternkraft. Mario Sternkraft erhöht sich auf 3. Mario erhält die Sternkraft Sternsturm. Oh, endlich ist es mal eine Attacke. Der Sternsturm bricht über alle Gegner herein. Mario, leider habe ich eine schlimme Nachricht für dich. Bowsers Kraft scheint von Sekunde zu Sekunde zuzunehmen. Vermutlich wächst seine Kraft aufgrund des Sternstabes. Wir sind uns nicht immer sicher, ob er es überhaupt bemerkt, aber ohne Zweifel hat seine Macht unglaublich zugenommen. Zukünftig müssen wir noch viel vorsichtiger sein. Ah, es tut mir leid, dass ich euch schon verlassen muss, aber ich muss zum Sternhafen zurückkehren. Die anderen Sterne warten dort schon auf mich. Oh, und bitte verrate niemand, dass ich mich im Nimmerwald verirrt habe. Danke, Mario. Bis bald. Dass es kein böses Blut mit den Buß gibt, ne? Da wollte ich schon mal in das Buhdorf gehen. Habe ich irgendwas? Briefe. Huch. Ein Brief an Feist T. Oder Feist, nahe des Eingangs von Nimmerwald. Ein Brief von Frankie in Buhus Villa. Wer ist Frankie? Okay, wir müssen zu Buhus Villa, also sind wir hier falsch. Einer der Buhus, die von Tuba Bluba gefressen worden sind, hat mir gesagt, dass sein Bauch voller Geister war. Trotzdem war er nie satt, wie auch wir sind Geister. Naja, ich glaube, es hat jetzt hier keinen Sinn, hier rumzulungern. Ich wusste nicht, dass es hier Gegner gibt. Ich wusste einfach nicht, dass es da jetzt hier auch Gegner gibt. Okay, dann spiele ich erstmal mit Gumbario nochmal eine Runde. Nehme ich den gerade dabei, also den habe ich gerade dabei. Aber Lady Boo wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt, weil die greifen wahrscheinlich gleich richtig an. Was macht denn Sternsturm? 2 Sternkraft. Ein Schwarm von Sternen stürzt hernieder, Angriffskraft 7. Auf alle? Ich meine, kostet 2 Sternpunkte, Sternenergie meine ich. Alter. Ich meine, sieht jetzt nicht so mega spannend aus. Aber das tut gut weh. Das sollte mir am besten aufbewahren für Bosse und sowas. Ja, lass das mal. Aber ich mach die trotzdem weg, weil das sind Erfahrungspunkte. Okay, dann ein Powersprung, dann bist du schon mal down. Den nächsten holen wir erstmal runter. Da geht meine Stimme flöten. Gut. Normalerweise mute ich mich immer für sowas. Aber... ich weiß gerade nicht, warum ich mich jetzt nicht gemutet habe fürs Räuspern. Wahrscheinlich, weil ich mich nicht mehr so oft mute, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich habe gerade aktuell Let's Plays und den Truppenpilz. Den esse ich auch, damit der einfach mal weg ist. Wo es keine Sprachausgabe gibt und auch nicht wirklich richtige Cutscenes. Also es gibt Cutscenes, aber nicht so, wo man jetzt wirklich leise sein muss, weil es gibt keine Sprachausgabe. Aber normalerweise will ich mittlerweile nicht mehr bei Cutscenes leise sein, also wenn irgendwas passiert, weil ich möchte meine, das hat mir immer so gefehlt bei meinen eigenen Let's Plays, ich möchte meine Reaktion zu den Cutscenes möchte ich auch irgendwie preisgeben, wenn irgendwie was passiert. Das habe ich halt nie. Ich war halt immer sehr leise, halt, ich habe mich gemutet und nach der Cutscenes habe ich immer vergessen, darüber zu reden oder so. Das war immer nicht so doof. So gut. Das war doof, meine ich. Okay, dann holen wir jetzt den Paracarry raus und suchen irgendeinen Frankie, der in der Villa hier sein muss.
halt, deswegen mute ich mich nicht mehr so viel. Also in Cutscenes und so. Und ich habe mich vielleicht das angewöhnt, halt mich nicht mehr zu muten. Das kann sein. Lady Boo ist die Verkörperung von Grazie, Schönheit und Würde. Kein anderer Huhu könnte als Herr dieser Villa in ihre Fußstapfen treten, wenn sie welche hinterlassen würde. Wenn ich die Lady betrachte, macht mein Herz badabum. Du bist so Frankie, stimmt's? Ich bin Parakeri, ich stelle Briefe zu. Ja. Es ist halt immer derselbe Quatsch, den Parakeri da von sich gibt. Oh, vielen Dank. Wie schön endlich ist es da, dass von jemandem, der mir nützliche Items aus aller Welt handelt. Er hat ein gutes Auge für Items, endlich hat er etwas auf Lager, das ich schon lange haben will. Oh, es ist so cool. Was hätte ich vergessen? Würdest du das für mich zustellen? Tut mir leid, dich damit zu belästigen zu müssen. Bitte bring diesen Brief an ein Kind in Toad Town. Sein Name ist Dante. 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 Weißt du, spielt er mit seinen Freunden in der Nähe des Bahnhofs. Er muss Züge wohl sehr gerne haben. Lichten Dank. Okay, dann wollen wir mal nach Toad Town wieder. Gibt es denn später auch eine Warp-Röhre hierhin? Außerdem kann man wieder in die Kanalisation, fällt mir gerade ein. Da wir jetzt ja diese... den hier haben, ja. Später kommt hier auch eine Warp-Röhre hin. Wir haben die Sprungattacke. Nein, Käfer, geht weg von mir. Ich habe mich in diesem Gruselbad verirrt. Ich fürchte mich. Ist das... Also, wie ist das? Habe ich mir schon gedacht, dass er es ist. Ich habe nur seinen Namen vergessen. Oh, Mario. Oh, dann... Ich meine... Oh, Junge. Hast du ein Pech, schon wieder über mich reinzustolpern? Oh, dieses arme Kind ist ja völlig aufgelöst. Ob er sich wohl im Wald verirrt hat? Hey, halt die Klappe. Ich habe mich nicht verirrt. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Hier kommt der Schmerz. Hier kommt der Schmerz. Okay. Glaub nur nicht, dass du mit mir so leicht ein Spiel haben wirst wie bisher. Pass gut auf, mehr Kraft. Er kann fliegen. Aha, jetzt geht's rund. Mal sehen, wie dir der neue verbesserte Junior Trooper gefällt. Er kann fliegen. Ich wechsle mal zu Gumbario. Damit er den mal analysieren kann, mal scannen kann. Also die Junior Trooper, ich krieg nicht genug von dem Kerl. Wuha, hat sich unser Jüngchen im großen finsteren Wald verirrt? Maximal KP 40, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Offensichtlich hat er sich Flügel zugelegt und kann jetzt fliegen. Du musst springen, um ihn zu erreichen. Er ist auch ein wenig stärker geworden, also solltest du alle verfügbaren Items einsetzen, um ihn zu schwächen. Okay. Er macht einfach mal 5 Schaden, ne? Okay, Powersprung. Naja, er hat ja eine Verteidigung. Ich glaube, Parakeri wäre da. Wäre Parakeri besser? Ich glaube nicht. Powersprung. Obwohl, vielleicht wird Parakeri besser mit seiner Fähigkeit. So macht halt Gumbario nur 2 Schaden und Parakeri könnte, glaube ich, 5 machen, wenn ich treffen würde. Okay, Verteidigung. Ich krieg trotzdem 2 Schaden. Er macht ja 5 Schaden, ne? Ich wollte nur gucken, wie viel ich in die Fresse kriege. Oder macht er 6 Schaden? Ich hab's vergessen. Macht er. Nee, Powersprung schon, bitte. Er ist aber auch gleich besiegt, aber ich muss auch ein bisschen, das war doof, auf mein Leben achten. Da setze ich mal am besten den Trockenpilz ein.
Der Obst. Ja, besser als nichts. Was heißt besser als nichts? Das ist sogar ein bisschen zu stark für meinen Geschmack, die Heilung. Ich hätte gern Superpilz gehabt, aber habe ich nicht. Es wäre schön, wenn auch Helfer-Items benutzen könnten, aber das geht ja leider nicht. Okay, dann Powersprung. Ich wollte jetzt keine Erfrischung einsetzen, weil ich darauf gehofft habe, Dinge einsetzen zu können. Den Sternhagel oder wie es hieß. Den kriege ich in der Runde nicht tot, oder? Mal 5 Schaden. Was? Wieso nur 1? Ja, weil ich einen normalen Angriff gemacht habe. Ich bin Depp. Ich dachte gerade, wieso 2x1 Schaden? Weil ich einfach einen normalen Angriff gemacht habe. Und kein Powersprung. Ja, jetzt kann ich auch nochmal eine Attacke machen. Und da ist er auch schon wieder besiegt. Bitte wieder doppelte Erfahrung. Das wäre schön. 21 Erfahrungspunkte. Level up. Da würde ich schon gerne. Komm, gehen wir nochmal auf KP. Und nächstes Mal dann auf OP. Nein, verdammt, verdammt, verdammt. Tschüss. Ich gehe einfach irgendwo raus. Und dann dürften wir eigentlich da ankommen, wo ich. Okay, wo bin ich? Ich mach mal so einen Sternsturm. Einfach damit die weg sind. Und dann wechsle ich mal von Goombario auf was Nützlicheres. Bei Goombario kann ich gerade. Die geben keine Erfahrungspunkte mehr. Hm. Das ist ja kritisch. Vor allem das Krasse daran ist, dass die gar nicht mal so schwach sind. Ich dachte, wenn ich irgendeinen Weg gehe, dann lande ich wieder am Anfang. Ah, so geht das. Oh, ich habe aus dem Wald herausgefunden. Ich könnte den Boden küssen. Juhu! Ja, ich wollte. Ah, komm, jetzt können wir auch Goombario behalten. Ah, ich brauche sowieso Para-Carry. Weil ich glaube, der hier kriegt auch einen Brief. Shy Guys haben die ganze Stadt in Aufruhr versetzt. Aber verglichen mit den Geistern sind Shy Guys ein absolutes geringes Übel. Du bist doch fest, die Wachen von Nimmer Nimmerwald, stimmt's? Mein Name ist Para-Carry. Hier, du kriegst Brief. Die Musik ist ganz schön komisch. Und wieder wurde ein Briefpunkt nicht zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Ich frage mich, wer Buhutler ist. Oh nein, nein. Das ist von einem Geist. Hier steht, während du schläfst, werde ich mich an dich ranschleichen. Buh. Er liebt es, mich zu erschrecken. Glaubst du, er wird schleichen in Finsternis? Oh weh mir, ich werde nie wieder schlafen. Reiß dich zusammen, Feisty. Bleib standhaft, sage nicht, ich werde es schaffen. Hier, nimm dies. Ja, gut. War jetzt nicht so geplant. Oh, oh, oh nein, mein Lieblingsbratpfanne. Und weg ist er. Da laufen wir gleich nach. Muss noch einen Brief zustellen. Und da muss ich noch die Knospi-Samen wegbringen. Oh, was ist denn hier los? Kann ich auch gegen die kämpfen? Nee, du läufst einfach nur so rum. Hier soll irgendwo ein kleiner Junge sein. Ah, hier, du vielleicht? Juhu, bis später, Shy Guy. Bist du so stark, Mario? Ich will auch stärker werden, bis ich die Shy Guys selber vertreiben kann. Juhu, bis später, Shy Guy.
bist doch Dannete. Dannet. Dante. Von Devil May Cry? Nein. Okay. Vielen Dank. Oh, ich meine, wow. Das ist eine Einladung in die Spukvilla. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine bekommen würde. Alle Kinder in der Stadt reden von dieser Einladung. Jeder hat sich gefragt, ob sie wirklich kommen würde. Aber jetzt, wo sie da ist, muss ich wohl gehen. Minity, bist du mutig genug, mit mir zu gehen? Weißt du, ich bin momentan sehr beschäftigt und... Oh ja, ich habe gerade eine tolle Idee. Fragen wir doch das Yoshi-Kind aus Yoshis Siedlung, ob es mitkommt. Du hast doch erst letzte Woche von ihm einen Brief erhalten, nicht wahr? Du weißt schon, der Brief von der Insel. Schreib mir ihm doch einen Brief über die gruseligen Abenteuer, das wir haben werden. Hey, Herr Postbote, bringen Sie diesen Brief an das rote Yoshi-Kind in Yoshis Siedlung. Brief an das rote Yoshi-Kind in Yoshis Siedlung. Hat das Kind auch einen Namen? Das haben die immer alle Namen, aber das wird einfach nach der Hautfarbe benannt. Ja, wo sind wir denn hier? In Paper Mario. So, dann wollen wir mal so langsam. Ich gehe noch nicht in den Goodie. Sondern ich mache jetzt mal... Ich hole erstmal die Bratpfanne. Mario! Mario, Mario, schön dich zu sehen. Wir haben herausgefunden, dass du Tuba Bluba besiegt hast. Ich wusste, du würdest es schaffen. Als uns die Neuigkeiten ereilten, war die Prinzessin sehr erleichtert. Oh ja, ich habe neue Informationen über die Sterne, die noch immer gefangen sind. Hast du schon jemals von Scheigeis Spielzeugkiste gehört? Es scheint, als wäre einer der Sterne dort festgehalten. Aber wo in aller Welt befindet sich diese Spielzeugkiste? Ich habe keine Ahnung. Fragen wir doch die Scheigeis, die hier rumlungern. Oh, die Zeit wird knapp. Ich muss zur Prinzessin zurück. Viel Glück, Mario. Prinzessin Peach und ich denken immer zu an dich. Okay. Ich sehe gerade, ich muss aufhören. Ich muss ein bisschen aufhören. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ich kaufe mal mir schnell ein paar Pilze. Hey du, Dieb! Und weg ist er. Du brauchst 20 Münzen für einen Superpilz, okay. Ich kaufe mal so viele, wie ich kann. Okay, ich kann ihn nicht mehr kaufen. Sagst du noch was? Oh Mario, du bist es. Ein Scheiger hat meinen Lagerschlüssel gestohlen. Ich kann meinen Laden nicht führen, wenn ich nicht in den Lagerraum kann. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Ja, ja. Wir holen ihn zurück. Nächstes Mal. Wenn ich dann wieder hier weiterspiele. Ich will jetzt nur zum Save Point. Das wird aber ein bisschen drunter und drüber mit den Scheigeiz hier. Nächstes Mal. Hat er wirklich die Raupe jetzt als Köder genommen? Ich rede mal auch mal mit ihm. Hilfe, meine Deid! Der kleine Zappler ist fort. Wo ist dieser Fuzzi-Pet hin? Vielleicht hat ihn ein Fisch gefressen. Was ein Pech. Okay, speichern. Okay, ich gehe mal auf ihn. Ich nehme mal mein Standard, ne? Ich nehme mal Koopa, damit ich nächstes Mal weiß, dass ich nicht Paracarry haben will. Okay, bei Paracarry, der ist irgendwie... Und auch, nachdem man so die Quest mit den... ihre Quest von den Charakteren fertig hat, da gibt es nicht mehr mit viel mit den Charakteren anzufangen. Dann existieren sie da einfach in der Gegend rum. Ich meine, bei Mario war es ganz lustig am Anfang. Koopa war auch ziemlich simpel. Und Bett war schon auch simpel. Lady Boo war am ausgefallensten, die Story, wie man sie bekommt. Oh, weil man muss erstmal den Test in der Villa da machen. Und dann bekommt man sie ja zeitweise. Und dann am Ende, wenn man Tuba Bluba besiegt hat, bekommt man sie ja komplett. Also man hat sie ja schon in der Villa quasi schon komplett bekommen, aber naja. Aber Paracarry, ja, hol mir ein paar Briefe. Ja, ich folg dir jetzt. Ich bin doof. Ja, ich mag kein Paracarry nicht. Der ist irgendwie so nutzlos. Der ist einer der nutzlosesten von denen. Seine Fähigkeit ist Fliegen und seine Angriffe sind auch kacke.
Aber das war genug Gemecker. Ich wollte nur mal sagen, wo Paracarry bei mir steht und auch gerade ich ziehe das Let's Play ein bisschen, damit ich hier besser schneiden kann. Deswegen bin ich ein bisschen am Labern. Aber weil ich wollte jetzt nichts mehr machen und ich muss sowieso jetzt aufhören. Deswegen bin ich mir hier ein bisschen am Strecken, aber komm, hör mal auf damit. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis demnächst.